dann gibt es ganz kurz noch den Abschluss und dann nochmal ein kleines Dankeschön. Und jetzt stellen wir uns endlich auf das, was viele sich schon gewünscht haben, gewartet haben. Jetzt geht's soweit mit dem Spaziergang. Der Dirk startet vorne, ganz vorne weg. Und wie gesagt, irgendwann gibt es Schilder, die könnt ihr da lesen. Da muss es dann leise sein. Da bitte ich euch wirklich 150 Meter mal leise zu sein, die Trommler. Und dann könnt ihr wieder richtig ordentlich Ballett geben. Wir sehen uns dann hier auf dem Altmarkt gleich wieder. Bis dahin. Für Polizei. Thank you.
Souveränität, Frieden, Freiheit, Souveränität, Frieden, Freiheit, Souveränität, Freiheit, Souveränität. Frieden, Freiheit, Souveränität. Jetzt müssen wir leise sein. Hier ist ein Altenpflegeheim und deshalb müssen wir da ein bisschen ruhig sein. Frieden, Freiheit, Souveränität. 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 Ach ja. Moin. Hi. Ja, Eike, bleib da vorne. Ich hab den ja schon ein paar Mal gesehen. Ich denke mal, wo bist denn du? Ja, ich stand vor der Bühne. Ach so. Ja. Entschuldigung, ich bin ja bloß noch mal angeguckt. Alles gut. Schön, dass ihr auch da seid.
Ja, es sind doch schon einige. Sehr schön, sehr schön. Schon sehr lang. Und da ist die Polizei, die bildet den Schluss. Das mich heute noch ein bisschen schön. Mein erster Kuss in der Auswahl für Christine, bestimmt nicht angenehm. Die Zigarette, die überhaupt nicht schmeckte, die ich trotzdem noch von Mama schnell versteckte. Oder wie ich mich im Sportunterricht beim Geräteton streckte. Doch das alles muss mir heute überhaupt keinen Kummer mehr bereiten. Ich muss nur rausgehen und sehe dann viel größere Peinlichkeiten. Leute machen wegen Abständen eine Welle und rennen bald monatlich zur Impftankstelle. Und alles, was man prominent, ist nicht besonders helle. Der Kader ist so lang wie breit, kleines bisschen schnitzen. Der Böhmermann nennt Kinder ran, findet das noch witzig. Das sind die, die man Elite nennt. Und schon im alten Rom war man dekadent. Und hat vor lauter Feiern nicht gemerkt, es wird schon lange brennen. Letzten Sommer hätte ich ihn immer einen Typen küssen. Und in Rom wollte der mit seiner Masse bis ins tiefe Wasser gehen. Da kleben sich auf der Straße fest und geben dem Arbeitszeug damit noch den Rest. Wir laufen anderen nicht ins Bild. Thank you.
Wir laufen keinem ins Bild. Wir laufen ja keinem ins Bild. Thank you.
Danke, meine Lieben. Sehr schön. Ja, man spaziert auch um 19 Uhr, wie jeden Montag, würde ich sagen. Ah. Souveränität. Na los. Frieden, Freiheit, Souveränität. Frieden, Freiheit, Souveränität. Ja, jedes Mal, wenn Pfingstmontagsveranstaltung ist, gell, sag ich, komm her, wir machen drei Redner. Hey, drei Redner, ich will da noch was sagen. Okay, das geht mal noch mit rein. Ja, das ist ganz nett. Die Leute rennen mir da nicht von. Dann kommt noch einer, ich möchte auch noch unbedingt was sagen. Ich sag, ja, okay, das muss jetzt mal, okay. 12 Minuten, na, machst 6 draus, der andere auch 6. Halten wir uns dran. Klappt nicht immer. Trotzdem danke, dass ihr alle hier geblieben seid. Freut mich sehr. Echt nochmal vielen Dank an die Trommler und jetzt nicht trommeln. Weil hier steht noch jemand, der möchte gerne noch was sagen. Und ich habe es im, ich weiß gar nicht, warum ich irgendwann da wieder zugesagt habe, aber ich habe es halt gemacht, weil ich ein ganz lieber Mensch bin. Und ich denke, die Minuten haben wir jetzt auch noch. Und dann komme ich mit den letzten Sätzen und ich habe heute ganz viel weggelassen. Das ist eigentlich nicht meine Art, aber ich überlasse das halt gerne auch mal den Rednern. In diesem Sinne begrüße ich hier... Ich bin der Thorsten aus Wittenberg. Also ich bin jetzt erstmal taub, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich verstehe fast gar nichts mehr. Hallo Freunde! Hallo! Alle Menschen, die noch frei denken können und das offen zeigen, sind für mich Freunde. Also ihr seid für mich alle Freunde. Ich komme aus der Lutherstadt Wittenberg. Wir haben ja gemeinsame historische Erlebnisse. Ihr wisst alle, Martin Luther hat 1517 die 95 Thesen angeschlagen, die die Welt reformiert haben damals. Und wir haben gesagt, als Patrioten von Wittenberg, deren Grüße ich euch natürlich überbringe, wir haben letztes Jahr gesagt, am 31.10. am Reformationstag, wir gründen die Reformation 2.0 und machen neue Thesen, 10 neue Thesen. Und die haben wir am 31.10. an die Tür der Schlosskirche genagelt. Und diese Thesen, hoffe ich, gehen genauso wie die Thesen von Martin Luther über die Welt. Wir haben heute so viel gehört, was alles in Deutschland schiefläuft. Aber wir haben keine Lösung. Keiner hat von Lösungen gesprochen. Und ich denke, unsere 10 Thesen sind ein Ansatz zu einer Lösung. Ob das nur 10 Thesen oder 12 Forderungen sind oder was alles so existiert, das ist ganz egal. Wichtig ist, dass wir uns unter diesen Thesen oder Forderungen zusammenschließen. Und wenn es nicht unsere sind, sind es vielleicht andere, aber wir müssen uns zusammenschließen und gemeinsam gegen einen vermeintlich, nur vermeintlich stärkeren Gegner kämpfen, wie damals der Schmalkaldische Bund. Und ihr nennt euch ja auch der neue Schmalkaldische Bund und wir nennen uns Reformation 2.0. Damals haben an dieser Reformation, also jetzt vom letzten Jahr, die 2.0, da waren die freien Thüringer dabei, da waren die freien Brandenburger dabei, da waren die freien Sachsen und die Sachsen-Anhalter mit dabei. Also es ist eine Gemeinschaftsarbeit, liebe Freunde. Und ich werde jetzt ganz kurz, ohne zu kommentieren, denn so viel Zeit habe ich nicht, ich habe nur 2 Minuten, und ich will der erste Redner sein, der heute nicht überzieht, vielleicht komme ich dann in die Annalen von Schmalkalden noch irgendwie rein. Ich sage jetzt ganz kurz die Thesen ohne Kommentar und jeder von euch kann sich dazu denken, was er dazu zu sagen hat oder zu denken. Die These Nummer 1 ist der sofortige Rücktritt der jetzigen Regierung und Bildung einer Übergangsregierung aus Persönlichkeiten mit hoher Fachkompetenz.
jetzige Regierung ist nicht der Freund der Deutschen, sondern der Feind. Zweite These, Friedensvertrag, Souveränität und eine Verfassung für Deutschland. Die dritte These, Abschaffung der Parteienstruktur und Neubildung des Parlaments mit gewählten Volksvertretern. Vierte These, Verbot des Mitwirkens von Politikern an nichtstaatlichen Organisationen. Fünfte These, Schaffung einer direkten Demokratie durch Volksentscheide für Themen mit grundsätzlicher Bedeutung. Will ich ganz kurz dazu sagen, was sind Themen mit grundsätzlicher Bedeutung? Für mich sind das zum Beispiel Erhalt des Bargeldes, Waffenlieferungen in Krisengebiete, Kriegsbeteiligung, Euro-Rettungsschirme aus Steuermitteln, Mitgliedschaften in NGOs wie WEF, NATO und so weiter, Währungsunion und andere weitreichende internationale Wirtschaftsabkommen. Sechste These, Frieden und Freundschaft mit allen Staaten der Erde sowie der Grundsatz Frieden schaffen ohne Waffen. Auch ohne Sanktionen. Siebte These, Abschaffung des WEF, Durchsetzung eigener Interessen bei NATO, EU, WHO, UNO oder Austritt. Für mich kommt nur der Austritt in Frage. Raus! Raus aus diesen Verbrecherorganisationen! Achte These. Besetzung höchstrichterlicher Stellen und des Amtes des Bundespräsidenten durch Bürgerwahlen. Nie wieder dürfen solche Deutschlandhasser so einen Posten bekommen. Ja. Neunte These, sofortige Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen, Ende der Impfnötigung und Haftung der Verantwortlichen. Für mich ist die Pandemie erst vorbei, wenn in Berlin und in den Landtagen die Handschellen klicken. Ja! Und die zehnte These, Stärkung freier, unabhängiger Medien, Journalisten und der Meinungsvielfalt. Wir wissen, dass wir mit diesen Thesen nicht alle Bereiche des Lebens getroffen haben. Aber wenn wir es nicht schaffen, diese Thesen umzusetzen, wird alles andere nichts, liebe Freunde. Betrachtet diese Thesen als Mauer, als Fundament und als Dach eines neuen demokratischen Deutschlandes. Wie wir das nachher einrichten, darüber müssen wir streiten. Aber wir müssen das durchsetzen und gemeinsam. Und deswegen sind wir Wittenberger heute hier, um euch diese Thesen vorzustellen. Und wir hoffen, ihr schließt euch an. Dankeschön. Meine Lieben, es neigt sich dem Ende jetzt tatsächlich und ich hoffe, ihr hattet viele gute Energien, nicht nur auf dem Spaziergang, ihr hattet tolle Gespräche
auch mit, ja, wie immer, viele liebe Menschen getroffen. Also ich auf alle Fälle, ich freue mich da jedes Mal. Und ich habe ja sonst immer noch so einen Spruch. Und dieses Jahr ist es von dem Xavier Naidoo, und zwar dem aus England. Und das ist dort der Robbie Williams. Und vielleicht kennt es der eine oder andere schon. Ich möchte euch das aber sehr gerne nochmal vorlesen. Wir leben in einer postfaktischen Welt, wo man den Medien keinen Glauben schenken darf. Ebenso Big Pharma kannst du nicht glauben. Den Politikern kannst du nicht glauben. Du kannst nicht glauben, was du essen sollst. Nicht mal dir selbst kannst du noch glauben. Wenn es jemals in der Geschichte der Menschheit, seitdem es uns gibt, eine Zeit gibt, in der dieses ganze Imperium fallen könnte, dann ist sie jetzt. Und deswegen bleibt dran, geht immer spazieren und bringt den Mut, wie das der Peter vorhin gesagt hat. Ich habe gelernt, bringt den Mut auf die Straßen in euren Heimatstädten. Vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Vielen lieben Dank an alle, die Ordner, an das Team. Da ich ja doch noch die eine oder andere sehe, vielen lieben Dank an die Polizei. Vielen lieben Dank auch an das Landratsamt, in dem Sinne dann halt die dementsprechende Stelle. Freunde, es ist zu Ende. Vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Kommt gut nach Hause. Die Veranstaltung ist hiermit beendet. Ich danke euch allen. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr wieder eine Pfingstmontagsveranstaltung. Keine Ahnung. Es gibt ja was, um was ich mich kümmern muss. Und da freue ich mich. Was sagst du? Ach ja, und meine letzten Sätze natürlich wie immer. Bleibt wie immer in der Liebe und im Frieden. Ciao, tschüss. Euer Ralf vom Neuen Schmalkaldischen Bund. Ja. Ich mach mal schnell meine Abmoderation. Komm dann zu dir, ja. So, liebe Leute, das war heute unsere Kundgebung und Spaziergang in Schmalkalden vom Neuen Schmalkaldischen Bund. Es war sehr schön. War natürlich wieder sehr viel Polizei da. Sehr viele Auflagen. Ja. War ein bisschen weniger als letztes Jahr, aber es ging ja auch in anderen Städten. Es waren ja trotzdem in Eisenach, Erfurt, Gotha, Weimar Menschen auf der Straße zum Spaziergang. Ne? Von daher, wir gehen ja überall spazieren. Der Widerstand. Na, was macht die Polizei da schon wieder? Gucken wir doch gleich mal hin.
schon wieder Menschen an. Hier der. Die Polizei greift schon wieder Menschen an. Constellis! So ein junger Spund greift Menschen an. Kein Respekt, nix, haben die heutzutage. Genau. 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 Ihr werdet von unserem Steuergeld bezahlt. Wenn das die Menschen begriffen haben, irgendwann seid ihr, kriegt ihr keine Kohle mehr. Ist Schluss. Nein, die kommen genauso wie die Politiker vor Gericht. Alle, ausnahmslos. Also wegen den Mädchen, das ist die Rede gehalten. Also reinste Willkür. Das Barrett, also. Ja, ich dachte, jetzt kann ich alles was holen. Und dann geht es hier nochmal. Ich stand jetzt natürlich wieder in der Reihe. Schlange hier kannst du mir in die Tasche greifen. Das ist alles, was ich heute getrunken habe. Ja, bis jetzt noch kein Mütter. Aber Schluck drin. Hier, halte mal. Zipper. Antwort haben sie mir nicht gegeben, die haben sie auch. Die sind immer gleich alle angesprungen kommen, die Polizei, wenn da ein einziger Mann da durch will. Lauft da lieber in Leipzig bei den Zecken mit, ja, die euch beschimpfen. Und euch Tod wünschen. Silvester machen wir Köln mal. Silvester in Köln. Ja, ne? Köln. Ja. Ja,
Eine schöne Heldenleistung. 16 Jahre Bösartig, bösartig ist das. No. In Kinderwagen mit CS-Gas reinspülen, was auch immer es gab. No. Alles haben es gemacht. Ich wünsche mir, dass Sie Ihren Kinderwagen von Ihren Kindern. Normalerweise ja. Von Gästen beglückt werden. Mhm. Ja. Die Welt reichen. Ja. Jetzt so ein Kuppel. Nein, nein, da siehst du keinen im Schützenraum. Ja, viele, viele. Macht hübsch, gell? Ja, ja, na klar. Ja, ja, ich hab da unten viele Kneipen sind schon zu. Andere laufen gemacht, ach, da ist er. Ging ja noch mal ab hier, wa? Sind noch mal fleisch geworden. 16 Jahre ist Mädchen. Ja, die müssen ja was abrechnen. Oh, oh, oh. Ihr seid Helden, echt. Da waren so viele mit großen ja. Stangen dabei. Siehst du, dass das... Ja, ja. Ah, da ist er. Da ist er wieder. Mann, 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 16-jähriges Mädchen verhaftet. Oh. Ah, Potenzen halt. Ach so. Die haben einen kurzen und die Stange kurzen. Die hat die längere Stange wie die Jungs, weißt du? Oh, ja, böse, aber auch. Das ist natürlich, ja, das kratzt am Bewusstsein, oder? Rötze frisch. Mit irgendeiner zündet das Ding an, so habt ihr mal besser, was ich so mein Bier nehme. Mais oder was? Die Kunden. Ja, die sorgen halt für Recht und Ordnung. Ja, das hat mit Recht und Ordnung nichts zu tun. Das Ding trennt halt. Die haben voll drauf. Bösartig. Ja. Was da für Sprüche gedrückt kriegst du immer. Stasi, live. Ja, ich mach erst mal schnell jetzt wirklich mal den Dings. Polizisten? Nein, das sind auch keine normalen Polizisten mehr. Das sind ja Konstellis. Angestellte einer privaten Firma, die privat haften. Ja, ihr auch. Alle. Im neuen Deutschland kommt da alle vors Gericht. So, liebe Leute. Die Polizei hat noch mal ein bisschen Stress mit dem Kreizern gemacht. Das machen sie ja gerne. 16-jähriges Mädchen verhaftet, weil die Stange länger war als die von den Männern. Keine Ahnung, das ist alles irre hier. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr so lange mit zugeschaut habt. Ja, das ist... dass ihr die Ausdauer hattet, so lange mit da zu bleiben. Es war ein schöner Tag, es war eine schöne Kundgebung, es war auch eine schöne, ein schöner Spaziergang. Was die Polizei, das ist ja überall das Gleiche, ne? Das kennen wir ja noch nicht. Leute, bleibt stark, habt eine gute Woche und wir sehen uns zur nächsten Demo. Und noch mal ein Aufruf an die Polizei. Verhaftet die Verbrecher in Berlin. Dankeschön. Macht's gut und bis bald. Man sieht sich.